Hallo liebe Studentin, hallo lieber Student, wir bleiben beim Kapitel 8 oder im Kapitel 8 bei der Rektion der Verben. Wir üben weiter wichtige Verben mit dem Dativobjekt. Ich werde wieder Marco fragen und Marco wird mir in ganzen korrekten, grammatikalisch korrekten Sätzen antworten. Hallo. So, hallo Marco, bitte langsam sprechen. Ja? Ja. Nummer 1, hast du ihr noch nicht zum Geburtstag gratuliert? Natürlich. Natürlich habe ich ihr zum Geburtstag gratuliert. Schön, gut. Nummer 2, kannst du mir beim Umzug helfen? Natürlich. Natürlich kann ich dir beim Umzug helfen. Das freut mich. Nummer 3, was missfällt dir an dem Neuen? Seine Unfreundlichkeit. Seine Unfreundlichkeit missfällt mir. An dem Neuen missfällt mir auch seine Unfreundlichkeit, ja. Nummer 4. Ist dir das Essen misslungen? Angebrannt. Ja, das Essen ist mir leider misslungen. Es ist angebrannt. Schade. Es sah gut aus. Und es hat gut gerochen. Nummer 5. Warum misstraust du ihm? Zu unfreundlich. Ich misstraue ihm, da er zu unfreundlich ist. Entschuldigung, er ist zu freundlich. Ja. Ich misstraue ihm, da er zu freundlich ist. Er ist zu freundlich, ja. Ich misstraue ihm auch. Nummer 6. Nähern wir uns am Freitag, dem Wochenende? Ja, am Freitag nähern wir uns dem Wochenende. Nummer 7. Wir sagen, was mir nicht schadet, nützt mir. Stimmt das? Ja. Ja, das stimmt. Was mir nicht schadet, nützt mir. Ja, was uns nicht schadet, das nützt uns. Nummer 8. Hat dir das Essen beim Gourmet gut geschmeckt? Ja, das Essen beim Gourmet hat mir sehr gut geschmeckt. Es war ausgezeichnet, ja. Nummer 9. Schmeichelt das Unentschieden unserer Mannschaft das Ergebnis? Ja, das Ergebnis schmeichelt unserer Mannschaft. Nummer 10. Hat die Polizei den Verdächtigen schon verhört? Ja, die Polizei hat den Verdächtigen schon verhört. Danke, Marco. Bitte schön.